Hi Leute, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda oder The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja Leute, wir machen jetzt wieder weiter, wo wir eigentlich das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe hier gespeichert. Das heißt, es geht direkt los. Also hier geht's los, wir müssen da hoch. Ja, da hat er gut geholfen. Okay, müssen wir da überhaupt hin? Wir müssen doch da hoch, ne? Also im Endeffekt können wir uns die Leute da unten sparen. Das war's für ihn. Wo muss ich denn hin? Ach, wir müssen da hoch. Aha. Da. Dieses Ding. Alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, mit der du Windstöße erzeugst. Mal sehen, was der uns sagt. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolke schaffen und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Ich bleibe hier und wünsche dir Glück. Alles klar. Dankeschön. Link und ich, wir kriegen das hin. Versprochen. Wir gehen einfach hier hin. Dann machen wir Deckensprung. Dadurch. Und sind ganz oben. Sofort. Genial. Ich glaube, wir sind oben. Ja. Okay, hier hin. Ja, da ist ein Luftschiff tatsächlich, oder? Aber es ist ein ziemlich kleines Luftschiff. Link! Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Jetzt sieht ihr das Schiff, oder? Huch! Was kann das sein? Was ist das nur? Tja, das ist das Schiff aus der Legende. Nee, keine Ahnung. Sieh dir das an. Das ist ein Schiff. Hä? Was ist denn jetzt los? Zu mir. Komm. Komm zu mir. Was war das gerade für eine Stimme? Kam sie von irgendwo da oben? Das sind viele Luftschiffe, wie wir jetzt erst sehen. Leck mich. Und ein riesiges. So riesig. Ist das etwa ein Schiff? Und da sind ja auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft werden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dies Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte im Glück. Passt zusammen, nicht wahr? Das Lied, was wir in der letzten Folge auch gehört haben. Das Lied von der Himmelsarche. Das ist wie im Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat komm zu mir gesagt, da bin ich ganz sicher. Tja, da müssen wir wohl hin. Sie ruft uns. Hier scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf den Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Wie dem auch sei. Auf nach oben, Link. Tja, machen wir auch sofort. Da oben ist auch ein Schrein. Natürlich. Springender Punkt. Aha. Na gut. Okay, easy, ne? Okay, was zum Teufel haben wir hier? Wir haben hier Luftschiffe und Plattformen. Springender Punkt heißt dieser Schrein. Oh mein Gott, das sieht nicht sehr einfach aus. Mal sehen. Hey, da ist er. Eieiei. Schwach. Okay, was? Ach, springender Punkt. Ach du Scheiße, jetzt habe ich es kapiert. Ich habe gerade gesehen, dass dieses Ding schwingt und da dachte ich mir, Moment, vielleicht können wir davon abspringen. Jupp, so ist es. Oh shit, wie krass. Ah ja. Oh Gott, der fährt aber ziemlich ungünstig, aber kriegen wir schon. War es das nicht schon, wenn wir da hinkommen? Ist da ein Loch in der Decke? Wahrscheinlich, oder? Oh, es ist zu.
Ah, okay, ich verstehe. Ich hab's ja schon gesehen. Easy McSchneezy. Aber wirklich. Boah, wir sind fast an der Decke. Tja, das war's schon. Okay, das ging wirklich flott. Sauber, so muss es sein. Der See ist gefroren. Können wir ihn auftauen? Ich habe nämlich einen Zauberstab. Dann könnte es doch. Das bringt nur gar nichts. Okay, na egal. Da kamen wir, glaube ich, her. Okay. Ach Gott, hier ist doch eine Truhe. Ich habe sie bloß übersehen, nicht Blindfisch. Dummi! Okay. Ich meine Pfeile. Ist cool. So ein richtiges Dungeon ist das hier aber nicht, oder? Vielleicht kommt ja noch ein Dungeon. Ich weiß nicht. Oder ist das jetzt das neue Dungeon? Zelda war ja immer Dungeons eigentlich, ne? Das hat halt eine lange Tradition. Wow, stark. Er hat sogar einen Kopftreffer verpasst. Cool. Schau mal her. Check it out. Können wir da rein? Schaffen wir das? Schieß jetzt mal ein paar Feuerkugeln drauf. Komm. Ja. Ja. Sehr gut. Was passiert hier gerade? Keine Ahnung, wo wir rauskommen. Mal sehen. Läuft ja eigentlich ganz gut bis jetzt. Ich habe nur nicht verstanden, warum das eine hier vereist war. Hätte man da irgendwas machen können? Ach, wie auch immer. Also in jedem Dungeon ganz früher bei Zelda gab es einen Kompass und unbedingt eine Waffe, die halt dein Repertoire erweitert hat. Und einen Meisterschlüssel. Ein Boss-Schlüssel sozusagen. Das waren die wichtigen Truhen. Ne? Ohne Karte der Map sozusagen. Gab es auch, stimmt. Ich glaube, das gibt's jetzt nicht mehr. Ah, hier geht's schon weiter. Das ist richtig. Da fangen die ersten Luftschiffe an. Cool. Ja. Was für ein Typ. Boah, da ist eine Bombe gerade explodiert. Unfassbar. Okay, ich bin noch aus dem Radius rausgekommen, war aber echt happy. Boah, shit, ist der hart. Also, was ist das für ein Typ hier, Alter? Voll der Gegner. Doch, doch, der war recht stark. Wartet mal. Wir könnten eigentlich jetzt viel bessere Waffen bauen. Dann tun wir die hier weg. Wartet mal, wir bauen jetzt geile Waffen und heilen uns hoch. Okay, erstmal nehmen wir ein mega geiles Teil. Das hier. Mit dem Teil. Ich werde es mal probieren. Moment. Ob die zusammenpassen, ist die Frage. Tun sie. Die Waffe ist stark. Gutes Teil. Sau cool, dass man mit Deckensprung hier wirklich fast alles erreichen kann. Luftballon bauen? Um da hochzukommen. Wir müssen wohl. Ja, das reicht doch schon. Und durch. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast oben.
Scheiße. Da oben ist noch ein Schrein? Okay. Mhm. Los geht's. Oh, das ist ein Riesensegel. What the shit, wir sind oben. Und hier ist der nächste Schrein, Leute. Aber es passiert erst was. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Mir macht das nichts aus, aber was ist mit dir, Link? Schütze dich, sonst erfrierst du. Link, bleib ganz cool. Ach, das ist überhaupt kein Schrein, den wir noch irgendwie... Wir kriegen den einfach hier. Moment, was ist das? Okay, geil, aber ich hätte mir jetzt was anderes gewünscht. Wir haben nämlich schon mal so ein Ding jetzt gerade bekommen. Na egal. Cool, das heißt, wir haben schon wieder zwei weitere Schreine. Okay, so wie ich sehe, da. Jawohl, da kommen wir hin. Oh, jetzt wird's dramatisch, saugeil. Ja, von Schiff zu Schiff, Leute, wie geil. Okay. Ist da unten noch was? Interessiert uns nicht. Wir gehen weiter. Guter Wind. Ja, genau hierhin. Ja, von Schiff zu Schiff, Leute. Der Wind. Boah, es hat gereicht. Nehmen wir den hier? Nee, der Gegenwind ist zu stark. Wir haben hier schon richtig Wirbelwinde. Schwierig abzuschätzen. Obwohl, ist gar nicht. Gib mir Wind. Ah, da oben. Ich glaube, das ist unser Weg. Wir kommen da direkt hin. Und dann? Das ist ein großes Schiff. Müssen wir das nehmen? Ich glaube schon. Wow, wir sind drüber. Wir sind drüber. Und jetzt in die Mitte. Und da beginnt das eigentliche Dungeon, oder? Das ist ja saugeil, oder? Rein mit uns. Alter Schwede. Windtempel, ja Mann. Die legendäre Himmelsarche. Oh mein Gott. Jawohl. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Das war es also, was wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten. Die Himmelsarche aus dem Kinderlied. Hm? Zelda? Echt jetzt? Was? Aufwinde. Was sehe ich? Das ist der Beweis, Link. Der Schneesturm, unter dem das Dorf so zu leiden hat, kommt von dort. Ach so, was von dort? War dort nicht vor ein paar Augenblicken noch eine Gestalt zu sehen? Ja, das war eindeutig Zelda. Okay, bin wieder da. Also das ist ja ein Aufwind. Sollen wir den nutzen? Moment, wir können das aktivieren. Teleportationspunkt?
Okay, es läuft nicht. Es läuft nicht. Mhm. Aussichtslos. Die will nicht aufgehen, aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen? Ja, jetzt kommt das große Rätsel. Manche Dungeons waren echt nicht einfach. Da! Hörst du? Schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachfahre. Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Das wird bestimmt nicht leicht, Leute. Ich weise dir den Weg. Cool, er hat uns das markiert. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich ganz klar. Wie er schaut. Okay, was auch immer das Dorf mit Sturm Pi sagt, liegt unter dieser Luke. Und wenn die Stimme recht hat, öffnet die Luke sich, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ja, schon klar, los geht's endlich, Mann. Komm, Link, wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Ha, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber wir schauen mal. Das ist manchmal so knifflig, ne? Mal sehen. Ein komischer Mechanismus. Das Ding können wir hochheben. Weil da unten ist eine Luke. Und eine Leiter. Okay. Vielleicht geht es irgendwo runter. Das Dumme ist... Naja, wir könnten es ja probieren. Wir können uns ja teleporten. Aha. So kommen wir nicht rein. Was geht denn hier ab? Hat die uns ins Visier genommen oder schießt die einfach so? Hallo? Wir sollten da einen zurück, da kommen wir schnell wieder hoch. Ja, es visiert uns an, krass. Schaffst du nicht so schnell, ne? Er visiert tatsächlich uns an. Warum können wir das nicht rüber bewegen? Das geht nicht. Okay, hier ist ein Gegner, das ist immer ein guter Anhaltspunkt eigentlich. Machen wir den erstmal hier Blättinger. Was? Das Schwert zerbricht gleich? Ich habe es bis jetzt gar nicht benutzt. Nach dem ersten Fight ist es ein bisschen zu schnell, finde ich. So. Ach so. Ich glaube, das Ding hat einen Griff und deswegen geht's. Und das da draußen hatte keinen Griff. Und deswegen geht's nicht. Komisch. Das brauchen wir nicht, ne? Die geben uns jetzt auch viel Pfeile. Wahrscheinlich denken die, dass wir Pfeile benutzen. Aber wir benutzen ja gar keine Pfeile. Zum Schmelzen, da ich Gott sei Dank diesen Zauberstab mir noch gebastelt habe. Aha, hier. Aha, wir sind drin. Ich habe ihn endlich gefunden, den Zugang. Geil, weil damit kannst du dir wieder einen Zauberstab bauen, der eben Feuer schießt. Aber da unten ist ein Weg, sehe ich. Aber wir könnten auch darüber. Würde ich auch gern wollen. Wartet mal. Wir haben doch Trampoline. Ja. Fuck. Ich will erstmal rüber. Aha. Er macht Feuer, der Typ. Wenn wir ihn zulassen, dass er das macht. Aber das lassen wir nicht. Dankeschön.
Auch geil. Wir müssen etwas loswerden. Wenn etwas kaputt geht, werden wir was los. Ansonsten werden wir nichts los. Das ist ja Blödsinn. Was ist denn das? Es ist zu hier. Wir kommen hier nicht weiter. Ja, okay. Das ich erst überprüfen möchte. Das hier nämlich. Alter. Nein. Sieh nur, Link. Das ist eins der Schlösser. Wir haben eins der Schlösser gefunden. Das heißt, wir müssen hier Wind machen mit... oh nein, wir haben das Unaniumschwert aufgenommen. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Das lassen wir jetzt fallen. Und nehmen das andere von da oben wieder. Aber jetzt kommen wir da jetzt nicht mehr hin. Das bedeutet, Leute, wir haben jetzt eins doch geschafft. Hätte ich ja gar nicht mehr erwartet. Wir haben jetzt den Zugang geschaffen. Hier über die Seite. Wo ist denn der? Ja. Sehr gut. Okay, los geht's. Wo ist er denn? Okay. Ach, das ist hier. Fuck, das kennen wir doch schon. Schwierig und ich habe es mir auch schon gedacht, dass es knifflig wird. Hier, das kann man wenigstens öffnen. Geil. So. Wir kriegen das hier nicht auf. Weil der Griff abgebrochen ist. Andererseits... Wartet mal. Können wir sowas machen? Und dann sowas? Eigentlich so simpel, oder? So geil. Eigentlich so simpel. Okay, Kulin. Kulin! Oh, Junge, Toolboon, ey. Okay, so hat's funktioniert. Das heißt, das zweite läuft jetzt schon, ne? Gute Idee, Tulin. Jawohl. Moment, aber ich habe jetzt gesehen, das eine war gar nicht aktiviert. Das haben wir wohl doch dann noch nicht gemacht. Lasst uns schnell runtergehen. Und hier ist vereist, sehe ich gerade. Da sollten wir rein. Da sind wir. Wir sind da. What the shit? Die Zeit umdrehen müssen, oder? Damit wir da rüberkommen. Yep. Okay. Easy. Okay. Hier können wir die Tür öffnen. Okay, wir machen endlich mal ein bisschen Fortschritt hier, Leute. Wir kommen vorwärts. Okay, was bringt das? Ich dachte, dass wir hier etwas aktivieren könnten vielleicht. Okay, das funktioniert halt leider so nicht. Aha, hier muss etwas verbunden werden, damit das hier aufgeht. Was haben wir denn hier? Was liegt hier rum? Das können wir benutzen. Gar nichts. Oder wartet, vielleicht schon. Wenn wir hier einen Eiszapfen abschießen... Können wir den Eiszapfen vielleicht mit dem Gewinde hier verbinden? Okay, ist leicht schief, aber das ist genau mein Plan jetzt hier. Okay, ist leider nicht gemacht, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Ja, es funktioniert. Und jetzt? Yes! Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Wir kommen vorwärts, jawohl. Mhm. Die Hälfte haben wir schon mal. Noch drei Stück, das schaffen wir, Link. Und hier haben wir gesehen, müssen wir da hochklettern. Verflucht nochmal, lasst uns mal sehen, wo das genau ist. Das ist hier. Aber ich weiß nicht, ob wir so hinkommen. Den hatten wir noch nicht mal ausgelöst. Den sollten wir erstmal auslösen. Aha, okay. Ich denke, hier geht's dann auch weiter. Okay. Den hätten wir auch. Das heißt, nur noch zwei, Leute. Nur noch zwei. Okay, cool. Was ist der Clou hier? Vielleicht gibt es ja doch ein ziemlich... Hier schaut es aus wie eine Lüftung. Von da unten ein Zugang. Ah, ich denke, wir müssen noch nach oben kommen, oder? Oder? Sieht so aus. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Das Ding könnte uns doch nach oben befördern, oder? Sieht jedenfalls aus wie ein Aufwind. Und mit dem Aufwind von oben nach unten. Nee, das geht nicht auf, oder? Doch. Wir haben genug Kraft, mit der Ultrahand sie aufzumachen. Wir müssen nur diesen Laser noch ausweichen. Hahaha, okay. Wir haben wenigstens den Weg gefunden, Leute, geil. Das ist doch einfach. Ah, das ist der Witz. Jawohl, Leute. Na, wir haben's. Das ist Nummer 4. Insgesamt der fünfte. Und uns fehlt nur noch einer. Geil. Ist halt schwer zu verstehen, was das Spiel uns hiermit sagen will. Hier sind überall diese Dinge. Überall. Es hat bestimmt was zu bedeuten. Das Ding muss sich drehen. Wie bringen wir es dazu, sich zu drehen? Sollen wir es manuell drehen? Ich meine, das könnten wir tun, oder? Ich meine, ich könnte es manuell drehen, oder? Ich probiere halt was. Ob das jetzt stimmt? Keine Ahnung. Nee. Aha, es dreht sich. Ja! Das war das Rätselslösung. Wie krass. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber es hat echt geklappt. Ich habe einfach nur probiert, wie geil. Ich war zuerst da. Sehr gut. Der letzte. Cool. Let's go. Scheiße, ist das der Boss, hä? Ah, wir brauchen Feuerpfeile. Frostgeira, Peiniger des Windtempels. Ach so. Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Stützen wir ihm die Flügel. Okay, los geht's. Ich komme auch wieder zurück. Hoffe ich. Was für ein Wind. Lass Schande. Dich nicht fortwehen. Okay, wir müssen mit Pfeilen den Unterseite seines Bauchs erwischen. So sehe ich das jedenfalls. Link, wir müssen irgendwie die Offensive ergreifen. Ist schon klar, ich habe auch eine Idee. Jetzt lass mich doch mal machen.
Ah nein! Die Flugkurve. Ich weiß nicht, was es gemacht hat. Ich glaube nicht viel. Er ist gewaltig, aber wir schaffen das ganz sicher. Der mag es gar nicht. Wenn er schießt, ist er auch oben verwundbar. Wir müssen treffen. Ach komm. Der Winkel ist richtig mies. Ja. Hätten wir. Wo will er denn hin? Ist denn das? Nee, unter dir! Wie verrückt. Das ist unsere Chance. Er trifft nicht, das ist ultra weit weg. Das sieht man nur nicht so. Ich treffe ihn gar nicht, wenn ich so weit weg bin. Schaden haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ein guter Wind. Moment, die Augen vielleicht? Vielleicht müssen wir auch erst alle seine Frostdinger da zerstören. Aha. Er kann mir aber helfen. Und dann können wir den hier machen. Aha. So macht man Schaden. Ja, das hat etwas bewirkt, Link. Ja, das hat ihm Schaden gemacht. Die Bögen sind so zerbrechlich. Boah! Die Gardesachen sind so zerbrechlich. Aha, vorne ist er schon völlig leer. Alles klar. Schaffen wir schon, Leute. Können wir so angreifen, frage ich mich. Können wir. Und Schuss. Das war ein Treffer. Das war sehr schön. Jetzt kommt er bestimmt wieder von unten, oder? Ja, und das ist unsere Chance. Dann können wir perfekt ausweichen. Und schießen dahin. Komm jetzt. Komm schon, treff mal. Nicht getroffen, leider. Ist unglaublich. Das war ein Treffer. Jetzt wird er wild, oder was ist los? Ich glaube schon. Nochmal neu? Mit Wirbelsturm? Ach so, alles klar. Okay. Das ist das Problem. Das heißt, das gleiche nochmal, nur Mitte ist jetzt gefährlicher. Und nicht nur die Mitte. Wir müssen mehr auf die Wirbelstürme achten jetzt. Und er macht viel mehr jetzt. Link, Wirbelwinde! Komm ihm nicht zu nah! Das ist mir schon klar. Das wird gefährlich, wenn wir da reingeraten. Aha, jetzt schießt er. Das ist perfekt. Aber genau das wollte ich ja. Jawohl! Da hat er es abgekriegt. Da kommt er wieder. Er hat mich erwischt. Eigentlich nicht, aber eigentlich ist alles doch in Ordnung. Ja, der Treffer ist gelungen.
Nur noch einmal, glaube ich. Yes! Wir haben ihn! Relativ cool, oder? Hatten keinen Stress mit dem. Ach, der Sturm verschwindet. Was für ein schöner Anblick. Ein Herzcontainer, noch ein sehr schöner Anblick. Ich konnte es nicht lassen. Yes, Leute! Geil! Holen wir uns erstmal den Herzcontainer. Den haben wir so souverän eigentlich gemacht, oder? Okay. Schauen wir uns die Story nochmal an. Was ist das eigentlich? Thule, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Moment, ist das nicht Ding? Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Moment, wer ist das? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Orni-Krieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orn. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum Wir stehen in einem japanischen Garten, sehe ich gerade. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an. Versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Wie Demais, oder wer? Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf. Mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde.
Es war eine der sechs Weisen. Die Weise der Zeit. Die Weise der Zeit, so ist das. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Schön, jetzt wissen wir Bescheid. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link, das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat. Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Wie einst der Vorfahren. Ich bin der Weise des Windes. Sieh her, das hier ist meine tolle neue Macht. Hä? Blauer Schatz. Ach so, das ist die Macht sozusagen. Tulin kommt nicht wirklich mit. Link, mit. Deinen Arm bitte. Windes schwöre ich, dir für alle Zeit beizustehen. Nimm nun dies als Beweis für meine Treue. Jetzt geht's in die Ultrahand über, hä? Und damit bekommen wir dann die Fähigkeit tatsächlich. So dachte ich mir, ja. Ist ja witzig. Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, ja. Verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen. Es klart auf, jetzt ist witzig. Oh. Endlich. Oh. So geil. Ihr habt's wirklich geschafft!
Genau, weil einer für den anderen gekämpft hat. Zwei echte Kameraden. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelsarche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Warum haben die eigentlich eine Ampel an den Ohren? Die Farben sind vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, oder? Oh. Tulin, du hast dich mehr als bewiesen. Aber Papa, der Bogen da, der war dir doch immer so lieb und teuer. Und den willst du mir schenken? Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreichst, um ein Krieger zu werden. Das ist wohl der Fall, aber er ist sehr, sehr jung. Aber er ist sehr begabt. Papa. Danke. Ich werde dir mit ihm beweisen, dass ich ein echter Krieger bin, glaube ich, stand da. Aber Link, die Frau, die uns mein Ahne gezeigt hat, die sah doch aus wie Prinzessin Zelda, oder nicht? Ja, die Weise der Zeit. Ich frage mich ja, ob das die echte Prinzessin war. Garantiert. Andererseits, wir haben in die ferne Vergangenheit geblickt, aber da ist sie ja, wie wir wissen. Wir wissen echt viel zu wenig. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelsarche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Da werde ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denke mal dran, mit meiner Macht als Weise werden du und ich nun immer zusammenreisen. Schwur von Tulin, Weiser des Windes. Zeichen des Paktes mit Tulin, dem Weisen des Windes. Rufe damit den Geist von Tulin herbei oder entlasse ihn. Müssen wir mal testen gleich, oder? Wie funktioniert denn das? Ja, Mann, wir haben es gepackt. Ja, aber cool, dass wir das Kapitel abgeschlossen haben, Leute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis demnächst. Peace out.